Herr Schlappner, wie wichtig ist das deutsch-chinesische Turnier gerade auch für die Jugendlichen? Ja, das ist eigentlich die Idee, dass es sehr wichtig ist, dass Freundschaften geschlossen werden, dass unsere Jugendlichen, die deutschen Jugendlichen in China kennenlernen, die Mentalität der Chinesen, der chinesischen Jugendlichen, sich dort vielleicht etwas abgucken, was gerade im Sozialleben, im schulischen Leben, nicht nur im sportlichen Leben abläuft, ja, und umgekehrt, ja. Wenn die Chinesen hierher kommen, dass sie hier teilweise immer unsere Familie erleben, wie wir leben, wie wir tagtäglich die Abläufe organisieren, das ist die Idee. Es ist jetzt nicht die Idee, dass man hier Hochleistungsfußball produzieren will, sondern es ist mehr die Verbindung mit dem Fußball zur Freundschaft. Welchen Stellenwert hat das Turnier auch für Sie persönlich? Sie waren ja auch Nationaltrainer von China. Ja, ich organisiere dieses schon seit 2007 eigentlich, wo ich mit einer Mädchenmannschaft hier aus der Kurpfalz in China war bei der WM von der Frauen. Dann kommt dazu, dass ich immer Jugendmannschaften in Deutschland hatte vom chinesischen Fußballverband. Die Trainer, bei mir haben schon 1985 chinesische Trainer hospitiert, zwei Stück, ja, und so dass also im Laufe der Zeit dann die Verbindung gekommen ist, Dr. Egger und hier mit der deutsch-chinesischen Freundschaftsgesellschaft, dann kam die Idee, wenn wir schon was mit Sport machen wollen. Fußball ist auf der ganzen Welt die Nummer eins. Dann machen wir mit Fußball und machen ein Turnier. Und das haben wir dann 2012 begonnen. Jetzt nimmt ja auch die U16 des SV Waldhof daran teil. Bei den Profis ist die Lage in der dritten Liga aktuell prekär. Wie bewerten die Situation aktuell? Ja, also der Waldhof war stets dabei, war immer natürlich meine erste Anlaufstelle zurückliegend. Jetzt haben sich andere Vereine da mitbeteiligt, ja, oder beteiligen sich mit. Der Waldhof mit seiner Jugendabteilung, das ist auch eine Herzenssache von mir, das beobachte ich. Deshalb sind auch die Trainer immer mitgereist vom Waldhof für die Veranstaltungen in China. Oder dann die Organisation in Deutschland für die Chinesen gemacht. Die Jugend hat es verdient. Unsere Fußballjugend hier in der Kurpfalz hat es verdient, dass man sie beachtet und dass sie dann auch nach ihrer Jugendzeit auch in das professionelle Bereich kommen. Ja, ich spreche von Professionellem, wo ich sage nicht Profidis, sondern Profis. Ja. Die ihre Arbeit achten, die ihren Verein achten, ja. Und da fehlt mir im Moment natürlich schon bei der Waldhof-Mannschaft, die in der dritten Liga spielt, ja. Was für mich natürlich auch nicht gerade das Highlight ist. Der Waldhof kehrt mindestens in die zweite Liga, weil die Kurpfalz für mich Spieler produziert. Ja, da gibt es Spieler, die man entwickeln kann, so wie wir das auch in den 80er Jahren gemacht haben. Bei uns haben 17-Jährige in der Bundesliga gespielt, 18-Jährige in der Bundesliga gespielt, 19-Jährige in der Bundesliga gespielt. Also der Nachwuchs hat einfach auch die Berechtigung, beachtet zu werden. Und das fehlt mir etwas hier beim Waldhof im Moment. Und die Situation ist natürlich prekär. Ja, die Ergebnisse, das passt nicht. Und diese zufälligen Ergebnisse, ach, der hat der einen Fehler gemacht, den Fehler gemacht, das häuft sich. Und da muss halt mal Schluss sein, weil das Aufholen in die Plätze, in die Tabelle, wo man beruhigt sein kann, der wird immer größer. Und dann geht es in der Endphase nicht mehr zu, dass man es schafft. Irgendwann sagen wir schaffen es sowieso nicht. Dann spielt man in der Regionalliga. Ne? Also ich habe da schon Sorge. Aber Sie glauben noch, dass unter einem neuen Trainer Marco Antwerpen jetzt die Wende gelingt, beziehungsweise der Klassenerhalt? Ich verlange das von der Mannschaft.
Ja, der Trainer, den kenne ich zu wenig, da will ich mir kein Urteil da erlauben. Ich erwarte es von der Mannschaft, ja, dass diese Spieler, die ja hier einen Arbeitsplatz haben, die hier einen Verein haben, wo sie auch sich entwickeln könnten, aber auch das tun. Ja? Und nicht so kümmerlich hier den Waldhof vertreten, ja, wo man in ganz Deutschland, egal auf was für eine Veranstaltung das man kommt, wird dann auch gefragt, aber was ist mit dem Waldhof los? Ja, ich kann da teilweise keine Antwort geben, ja, weil ich manches zurückliegen, anders beurteilt habe, anders gesehen habe. Ja. Und ich hoffe, dass das gelingt. Kleiner Moment. Sind Sie denn noch häufiger im Stadion, im Karl-Benz-Stadion? Oder unregelmäßig, regelmäßig. Und da treffe ich Mai-Spieler aus den 80er Jahren, ja, von Sebert, Kalle Bührer und, ja, Schüssler und Diggiser und Schön. Die kommen ja alle wieder zu ihrem Verein, wo sie groß geworden sind. Ja. Und das ist was Wertvolles. Ja. Das sind auch Freundschaften, die nicht jetzt in Trainer und in Spieler auseinander dividiert haben, sondern zusammengeschweißt, ja. Also wir kriegen da mit, wenn ein Spieler Ober wird. Okay, danke schön.